Nach christlichen Grundsätzen gibt es Anzeichen, die wir beachten sollten, wenn wir unsere Gefühle mit jemandem teilen. Haben Sie sich jemals Gedanken über Ihre Beziehungen gemacht? Haben sich Fragen ergeben? Zuallererst bitte ich Sie, Ihr Like und Ihren Kommentar, Ehre sei Gott, zu hinterlassen, wenn Sie ihn als Ihren einzigen Retter haben. Es hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, die das Wort Gottes hören müssen. Nun, manchmal sendet Gott Zeichen der Missbilligung gegenüber bestimmten Menschen, denn diese Beziehungen können Abhängigkeit, Leid, viele Tränen und Traurigkeit mit sich bringen, unseren Glauben erschüttern und uns zu etwas machen, das wir nicht wirklich sind. In diesem Video werde ich Ihnen 5 Anzeichen dafür geben, dass Gott eine Person nicht in Ihrem Leben haben will, denn Gott sendet uns ständig Zeichen. Das ist seine Art, zu uns zu sprechen, und deshalb ist es so wichtig, Intimität mit Gott zu haben, denn je enger unsere Beziehung zu ihm ist, desto mehr wird er sich uns offenbaren, so wie es in jeder intimen Beziehung geschieht. Je mehr wir ihn in unser Leben lassen, je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr wird er sich uns offenbaren. Und er wird Zeichen senden, das ist sicher. Deshalb sage ich euch, Gott sieht euer Herz. Es hat keinen Sinn, irgendetwas vor ihm zu verbergen, kein Gefühl, keine Träne, keine Haltung, denn er sieht alles. Aber Gott ist ein äußerst gütiger, liebevoller und vor allem respektvoller Gott. Er respektiert unseren Willen. Wenn du also offen bist für seine Zeichen, wenn du sehen willst und ihn bittest, wird er sie dir schicken. Du musst nur bereit sein, sie zu sehen. Aber, mein Bruder, meine Schwester, wisse, dass Gott ein Gott ist, der uns nicht aufgibt. Wenn er merkt, dass du das Feuer des Heiligen Geistes nicht beachtest, wird er Zeichen senden, aber in diesem Fall wahrscheinlich später und schmerzhafter. Das wird die Zeit sein, in der er will, dass sie eine Lektion lernen, ja, durch Leiden. Manchmal gehen wir durch Leiden, die Gott zulässt, aber er weiß, wie weit wir in der Lage sind, sie zu ertragen, damit wir uns ihm zuwenden und die Zeichen sehen können, die er ständig sendet. Manchmal gibt er uns Zeichen, damit wir wissen, was er für uns will. Die Liebe kann manchmal trügerisch sein. Das Liebesleben ist ein Feld, auf dem der Feind hart daran arbeitet, uns anzugreifen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir manchmal, wenn wir eine Beziehung eingehen, von oberflächlicher Liebe so geblendet sind, dass wir das wahre Wesen der Person neben uns nicht sehen? Deshalb bitte ich Sie von ganzem Herzen, der heutigen Botschaft Aufmerksamkeit zu schenken. Viele von uns erleben Herzschmerz und Not, einfach weil wir nicht in der Lage sind, die Zeichen Gottes in unserem Leben zu erkennen. Wenn Sie sich für diese Art von Thema interessieren, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Like das Video, um uns zu helfen. Ohne Ihre Hilfe werden wir nicht in der Lage sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Wir sind eine Armee, Soldaten von Christus. Hinterlassen Sie in den Kommentaren, ich bin die Armee Christi, um Ihr Engagement für Gott zu bekräftigen. Das erste Zeichen, das Gott uns sendet, ist, wenn die Beziehung nicht auf wahrer Liebe beruht. Manchmal sind wir mit jemandem aus einem anderen Grund zusammen als aus wahrer Liebe. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott diese Beziehung nicht gutheißt. Gott ist Liebe, und er ermutigt uns, einander wahrhaftig zu lieben, nicht wegen dem, was der andere ist oder materiell besitzt. Markus, Kapitel 12, Vers 31, sagt, dass es wichtig ist, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, und kein anderes Gebot ist größer als dieses. Das war eine Aussage von Jesus selbst. Wenn Sie also jemanden lieben und ihm nicht treu sind oder er Ihnen nicht treu ist, hat diese Beziehung nicht die Zustimmung des Herrn. Es gibt Beziehungen, in denen Menschen ihre Partner aus sinnlosen Gründen wählen, wie zum Beispiel Schönheit oder die Menge an Geld, die die Person hat, mit anderen Worten, aus egoistischen Interessen. Und es gibt sogar Menschen, die ihren Partner aufgrund der Meinung ihrer Freunde auswählen. Meine Brüder und Schwestern, wisst, dass dies von Gott nicht gebilligt wird. Wenn ihr euch einen Partner nach diesen Kriterien ausgesucht habt, dann wisst,
dass dies an sich schon ein Zeichen dafür ist, dass Gott diese Beziehung nicht gutheißt. Und wenn Sie, der Sie ein Christ sind und an Gott glauben, zufällig solche Gedanken haben, dann wissen Sie, dass es ein Angriff des Feindes ist. Er tut dies, um Sie dazu zu bringen, den Gesetzen Gottes nicht zu gehorchen, und als Belohnung schenkt er Ihnen das Leid einer Beziehung, die nur auf Schönheit, Geld, Besitz und Interessen beruht, die nicht die eines wahren Christen sind. Diese Art von Beziehung kann nicht aufrechterhalten werden, weil die Schönheit eines Tages endet. Geld, das missbraucht wird, ist eine Quelle der Zwietracht und verschwindet. Mein Bruder, meine Schwester, glaubt ihr, dass die Liebe bleiben wird? Nein. Auch die Liebe wird verschwinden, aber vorher wird sie euch zerstören. Der Feind geht nicht durch dein Leben, ohne Spuren zu hinterlassen. Deshalb lasst ihn nicht gewähren, öffnet ihm nicht die Tür, schon gar nicht die Tür eures Herzens. Denn dein Herz ist nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Schwäche. In Jeremia, Kapitel 17, Vers 9, steht geschrieben, das Herz ist trügerisch über alle Maßen und verkehrt, wer kann es erkennen? Und in Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, vor allem, was du hüten sollst, hüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt das Leben. Wenn Sie über diese Passagen nachdenken, werden Sie verstehen, wie wichtig es ist, Ihr Herz zu hüten. Das zweite Zeichen, das der Vater dir senden wird und das du erkennen sollst, ist, wenn die Beziehung deine Beziehung zu Gott negativ beeinflusst. Das ist sehr wichtig, denn eine Beziehung ohne Gott führt in erster Linie zu Unsicherheit oder sogar dazu, dass sie den Glauben verlieren. Im Gegenteil, sie bringt ihnen ein falsches Gefühl der Sicherheit, das in diesem Stadium der Beziehung als Abhängigkeit bezeichnet wird. Sie kommen zu der Überzeugung, dass sie ohne die Person nicht leben können, und selbst wenn die Person sich von Gott abwendet, wird ihr Verstand günstige Gründe dafür finden, dass sie bei ihr bleiben. Es ist wichtig, dass sie beobachten, wohin sie ihre Beziehung zu dieser Person führt. Wenn sie sich, je näher sie ihr kommen, immer weiter von Gott entfernen, und, was noch schlimmer ist, wenn sie sich dabei wohlfühlen. Dann hören sie auf die Stimme des Heiligen Geistes, denn Gott ist mit dieser Beziehung nicht zufrieden. Wir wurden geschaffen, um Gott zu preisen, und unsere Beziehung zu ihm muss an erster Stelle stehen, vor allem und jedem anderen, wenn wir Christen sind und an den Vater glauben. Wenn eine Beziehung in unser Leben tritt und uns vom Sprechen, vom Fühlen, vom Handeln mit Gott abhält, dann stört uns das. Und dieses Unbehagen ist ein deutliches Zeichen des Himmels. Das dritte Zeichen ist, wenn Sie in dieser Beziehung das Gefühl haben, dass Sie etwas Besseres verdienen. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du etwas Besseres verdienst. Sie wissen, dass diese Beziehung nicht richtig ist, aber Sie haben nicht die Kraft, sie in dieser Situation zu verlassen. Gott arbeitet, indem er Ihnen Zeichen gibt. Er zeigt uns oft, was wir haben könnten, um uns zu motivieren, das aufzugeben, was er nicht für uns will. Mit anderen Worten, manchmal zeigt Gott ihnen eine Beziehung, die sie bewundern können, eine gesunde christliche Beziehung, die jemand anderes hat, um sie daran zu erinnern, was für sie möglich ist. Wenn sie auf seine Zeichen hören, werden sie, wenn sie andere von Gott gesegnete Beziehungen sehen, diese auch haben wollen. Du musst verstehen, dass du als Gottes Sohn und Tochter das Beste verdienst. Unabhängig davon, was sie in ihrem Leben getan haben, unabhängig davon, was sie durchgemacht haben, unabhängig von allem, haben sie das Beste verdient. Das Einzige, was vielleicht passiert ist, ist, dass sie aus irgendeinem Grund etwas getan haben, von dem sie denken, dass sie Gottes Liebe nicht wert sind. Tun Sie Buße und kehren Sie zu ihm zurück. Unabhängig davon, was man ihnen einmal gesagt hat, unabhängig von den Worten, die sie verletzt haben, verdienen sie das Beste. Glauben Sie nicht den spöttischen Stimmen, denn nichts auf der Welt kann die Geschichte ändern, die Gott für sie, für ihr Leben und für ihre Beziehungen geschrieben hat. Das vierte Zeichen ist, wenn die Person für sie wichtiger wird als Gott im Erfolg. Wie in Exodus, Kapitel 20,
Vers 3 geschrieben steht, sagt uns die Bibel, dass wir keine anderen Götter vor ihm haben sollen. Jeder, den sie über Gott stellen, ist ein Götze. Viele Menschen werden sagen, aber ich liebe Gott mehr als jeden anderen. Aber wie ich bereits zu Beginn des Videos sagte, sind unsere Herzen und Gefühle trügerisch. Oh, und durch sie kann der Feind sie benutzen, um sie aus einer trügerischen Liebe heraus immer weiter von Gottes Wort, von Gottes Handeln, wegzubringen. Sie können Haltungen einnehmen, die Gott nicht gutheißt, und das führt sie von der göttlichen Gnade weg. Wo stellen sie Gott in ihrem Leben wirklich hin? Man erkennt dich an den Opfern, die du für ihn bringst. Man liebt jemanden in dem Maße, wie man für ihn Opfer bringen kann. Wenn sie Gott dienen, müssen sie manchmal ihre Beziehung um des Vaters Willen opfern. Ein deutliches Beispiel ist, wenn ein Gläubiger an seinen Gottesdiensten, an seiner Messe, teilnehmen muss und es kann vorkommen, dass sein Freund oder seine Freundin das nicht gutheißt oder meint, das könne man für später aufheben. Das ist der Punkt, an dem sie entscheiden müssen. Sie müssen diese Details beachten. In dieser Beziehung, die sie von ihrem Ziel, von ihrer Entscheidung abbringt, wird festgelegt, wen sie in ihrem Leben, in ihrem Herzen an die erste Stelle setzen. Wenn sie Gott wählen, sind sie auf dem richtigen Weg. Denn höchstwahrscheinlich hat Gott etwas Besseres für dich. Wenn du aber deine Beziehung wählst, die dich nicht erhebt, dann wird diese Person in deinen geistlichen Augen zu einem Götzen in deinem Leben. Das verstößt gegen ein Gebot Gottes. Gott wird niemals eine Beziehung ehren, die sie über ihn gestellt haben, und es ist sehr sicher, dass diese Beziehung nur dazu da ist, Leid und Flüche in ihr Leben zu bringen. Und das letzte Zeichen ist, dass die Beziehung giftig wird. Jede giftige Beziehung kann nicht von Gott sein. In Jakobus, Kapitel 1, Vers 17, heißt es, dass alles, was gut und vollkommen ist, ein Geschenk Gottes ist. Missbräuchliche Beziehungen werden in der Bibel beschrieben, das heißt, es gibt sie schon seit vielen, vielen Jahren. In der Bibel finden wir Beispiele für emotionalen Missbrauch. Abigail war mit einem missbräuchlichen Ehemann, Nabal, verheiratet, der von Leuten, die ihn am besten kannten, als grob, beleidigend und bösartig beschrieben wurde. In diesem Fall war es ein giftiger Mann. Aber wir haben auch das Beispiel von Delila, einer giftigen, betrügerischen, ehrgeizigen Frau, die Samsons Liebe ausnutzte, um ihn wegzulocken, wie es in Richter, Kapitel 16, Vers 16 steht. Delila flehte Samson an, belästigte ihn jeden Tag mit ihren Worten und belästigte seine Seele, so dass er sich zu Tode quälte. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie giftig Männer und Frauen sein können, wie sie ihren Partnern Schaden zufügen können. Der Bibel zufolge sind die Handlungen eines emotionalen Missbrauchers sündhaft und gefallen Gott nicht. Gott hat eine große Liebe zu uns. Gott kann unmöglich zulassen, dass sie bei jemandem bleiben, der sie missbraucht. Gott ist um uns und alles an uns besorgt. Er will nicht, dass uns etwas zustößt, auch nicht unsere geistige und emotionale Gesundheit. Sie müssen auf die Zeichen achten, die Gott uns schickt. Es ist wichtig, dass Sie zu diesen Zeichen beten, um zu wissen, was Gott Ihnen wirklich sagen will. Denken Sie daran, wenn Sie Ihre Pläne Gott überlassen, wird er Sie immer auf den richtigen Weg führen. Um dieses Video zusammenzufassen, Gott spricht zu uns durch Zeichen. Wenn sie ihnen nicht klar sind, wenn sie die Zeichen Gottes in ihrer Beziehung nicht sehen können, dann bringen sie ihr Herz in die Stille und beten sie, denn ich bin sicher, dass sie die Worte des Vaters hören werden. Meistens sind die Zeichen deutlich. Ich bin mir sicher, dass sie wissen, wann eine Beziehung nach Gottes Willen verläuft und wann nicht. Wir sind mit Unterscheidungsvermögen begabt, um zu wissen, was richtig und was falsch ist. Der Feind wirkt nur dann in unserem Leben, wenn wir es zulassen, wenn wir zulassen, dass jemand in unser Leben tritt und unserem Glauben ein Ende setzt, uns von unseren Lebenszielen abbringt, unserer Selbstliebe ein Ende setzt und uns vor allem von Gott entfernt und uns daran hindert, eine Beziehung zu ihm zu haben.
Wenn sie es dann merken, ist es vielleicht schon zu spät. Unsere göttliche Nase muss scharf sein, denn Gott wird Zeichen senden, und wenn es schwierig ist, sie selbst zu erkennen, schämen sie sich nicht, sondern erkennen sie ihre Schwäche vor Gott an. Er wird dir die Augenbinde abnehmen und dir die Kraft geben, diese Beziehung, die er nicht gut heißt, zu verlassen. Ich weiß, wie trügerisch unsere Herzen sind. Manchmal hängen wir an jemandem, von dem wir nicht einmal selbst verstehen, warum. Gefühle wie Einsamkeit und Bedürftigkeit lassen uns glauben, dass wir eine Person nicht aus unserem Leben lassen können. Ein geringes Selbstwertgefühl lässt uns glauben, dass wir niemals einen anderen Menschen an unsere Seite bekommen werden. Wir tragen so viele Dinge in uns, die nur wir selbst wissen, und ich bin nicht hier, um über sie zu urteilen. Ich weiß, dass du viele Dinge gehört hast, die dich verletzt haben, und ich weiß, dass du auch solche Dinge gesagt hast. Ich weiß, dass viele Wunden aufgerissen worden sind und noch nicht verheilt sind. Ich weiß, dass wir manchmal denken, dass derjenige, der diese Wunden schließen wird, derjenige ist, der gerade bei uns ist, aber ich möchte wirklich, wirklich, dass du, gläubiger Christ, in deinem Geist und in deinem Herzen weißt, dass Gott all das weiß, und dass er dich nicht umsonst durch diese Situation gehen lässt. Bitten Sie Gott um Sensibilität in Ihren Worten, und wenn Gott Ihnen eines dieser Zeichen gibt, lassen Sie es los, auch wenn es weh tut, auch wenn es an Ihrer Seele zerreißt, und hören Sie auf die Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt zu dir, ich habe etwas Besseres für dein Leben. Ich hoffe, dass du all diese Zeichen erkennen kannst und dass du die Kraft hast, nicht zuzulassen, dass irgendetwas und irgendjemand dich von Gottes Liebe, seiner Barmherzigkeit und vor allem von der Herrlichkeit, die er für dein Leben auf Lager hat, trennt. Amen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und es mit jemandem zu teilen. Wir haben den Auftrag, das Wort des Herrn in die ganze Welt zu tragen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Kann ich auf dich zählen? Vielen Dank, Gott segne Sie.